Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Klick-Klack im neuen Jahr. Und die wollen wir beginnen mit einem ganz besonderen Konzertereignis. Und ich bin froh, dass unsere Kameras mit dabei waren. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, wer so fulminant und risikoreich furchtlos geigen kann, wie die einzigartige Patricia Kopaczynskaja, der darf seinen Auftritt als meist zauberhaftes, manchmal eigensinniges, aber immer fesselndes Musiktheater inszenieren. Liebe Patricia, was für eine tolle Kritik. Das freut mich sehr. Du hast einen völlig neuen Beethoven in der Münchner Isar-Philharmonie präsentiert. Begleitet hat dich das Philharmonia Orchestra aus London und am Pult stand der junge finnische Dirigent Santtu Matias Ruvali. Mit Patricia habe ich schon einiges gemacht, aber jetzt zum ersten Mal Beethoven und man kann sagen, es ist lebendig. It's quite lively, I may say. Klar scheiden sich hier die Geister. Manche lieben es, wie es immer war, und manche lieben was Neues. Mhm. Manchmal spielt sie eisig, manchmal kann man sie schon fast nicht mehr hören. Und es ist nicht einfach, sie zu begleiten. Und die Farben, die sie auf der Violine zaubern kann, das ist unheimlich virtuos. It's virtuosic. Du hast hier eine eigene Fassung vom Beethoven-Violinkonzert gespielt. Hm? Komm, stimmst du? Das ist nicht eine eigene Fassung, das ist das, was ich halt in den Noten lese. Und also jeder, der zum Beispiel die Bibel sogar liest, der liest was anderes, nicht wahr? Mhm. Es ist immer etwas hinter dem Notentext. Man kann nicht behaupten, dass es nur eine Version von einem Stück gibt. Das ist wie ein Baby. Man bringt es auf die Welt und dann lässt man es wachsen, Einflüsse holen, mit Freunden reden, neue Gedanken bekommen. Und dann wird es ein erwachsener Mensch. Und dann wundert man sich, dass das dein Kind ist. Aber ja, Genetik ist da und doch erzählt es immer wieder neue Geschichten. Das Orchester ist der Körper und die Geige ist der Geist, ein Schmetterling, ein Vogel. Und das umfliegt das Ganze und ganz besonders rührend ist der zweite Satz. Ich finde das so unglaublich schön. So da spricht die Seele einfach heraus. Der letzte Satz ist einfach ein Tanz, ein Volkstanz. Da muss man mittanzen. Und dann gibt es, einmal kommt dieses russische Thema, nicht wahr? Das ist fast ironisch, weil zuerst ist irgendwie Napoleon der Held und dann die Russen. Und so einfach ist das nämlich nicht, ne?
Sie improvisiert viel und die Kadenzen hat sie selber arrangiert. Und so spielen bei der großen Kadenz noch Celli, Kontrabässe und Pauken mit. Celli and bassi and timpani with the big cadenza. War viel Improvisation von dir dabei. Ich habe sogar ein bisschen Vivaldi gehört. Überhaupt nicht. Ist das wahr? Es ist wirklich von Beethoven. Jede Note? Jede Note. Also gut, ich habe so ein paar dazwischen gespielt, aber das darf man. Das war so in der Zeit absolut normal. Ja. Es war nicht normal, immer gleich zu spielen. Das ist nämlich interessant. Jede Phrase hat man dann bei der Wiederholung ein bisschen anders gespielt. Das wurde nicht aufgeschrieben, selbstverständlich. Man dachte, die Musiker können das und verstehen das. Aber hier hast du Kadenzen, da spielst du einmal mit dem Pauker, einmal mit den 8 Cellis. Ja. Das war eine coole Idee. Also, diese Kadenz stammt aus der Fassung für Klavier. Das ganze Violinkonzert wurde von Beethoven umgeschrieben für Klavier und zur Hochzeit seines Freundes Stefan von Breuningen geschenkt. Jetzt dort befindet sich eben diese Kadenz. Im Violinkonzert gibt es keine aufgeschriebene Kadenz. Man vermutet, man hat das einfach improvisiert damals, war eben ganz normal. Und wenn man also diese Originalkadenz von Beethoven spielen möchte auf der Geige, so reicht eine Hand nicht, nicht wahr? Weil bekanntlich hat Klavier 2 Hände, nicht? Und dann brauche ich halt manchmal den Bass und dann hole ich mir den Konzertmeister dazu oder die Celle und die Kontrabässe und die Pauke ist aber aufgeschrieben, so wie sie ist. Und da kommt eben nur einmal dieser Marsch. Der ist gar nicht aus dem Violinkonzert. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Fidelio, mit der Oper, die er gleichzeitig geschrieben hat. Also es ist eine Art Improvisation mit seinen eigenen Stücken, die vielleicht so auf dem Tisch gelegen sind und so laut skizzen. Weißt du, was ich so bewundere? Du riskierst immer alles. Ja, es lohnt sich sonst nicht. Das Leben ist kurz. Wenn man nichts riskiert, dann lebt man ein sehr langweiliges Leben. Liebe Patricia, dass wir dich direkt nach der Probe in der Garderobe treffen durften. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten gemeinsamen Konzerte. Und jetzt freue ich mich, Ihnen einen ganz jungen Dirigenten vorzustellen. Es ist Tarmo Peltokoski. Er stammt wie Santu Matthias Ruvali ebenfalls aus Finnland und ist gerade mal 22 Jahre alt. Ich durfte mit ihm in Paris das Grave von Witold Lutoslawski spielen und in einer Probenpause konnten wir uns ein bisschen unterhalten. Schon der erste Chefdirigent von Bremen Kammerphilharmonie und von Rotterdam Philharmonik. Und, das muss man unbedingt sagen, ein unglaublicher Pianist.
you very much, Tamo, to have a little bit time for us. Tell me something. Tamo, schön, dass du Zeit für uns hast. Sag mal, wie hast du mit dem Dirigieren begonnen? Hast du das gleichzeitig mit dem Klavier studiert? Und wie kommt es, dass so viele gute, junge Dirigenten aus Finnland kommen? Aber nicht nur Dirigenten, auch Musiker und Interpreten. Also musicians, because all of you, you are very good players, interpreters. Yeah, so that's a very Finnish thing. Ja, das ist schon ein speziell finnisches Phänomen. Wir haben ja den berühmten Professor Jorma Panula. Er ist jetzt 92 Jahre alt und hat immer ganz jungen Musikern die Möglichkeit gegeben, zu dirigieren. Und so ist es mir auch gegangen, obwohl ich noch sehr jung war. Er wollte immer, dass die besten Instrumentalisten es mal ausprobieren. Für ihn ist es ganz wichtig, dass der Dirigent ein Instrument spielt, vor allem ein Orchesterinstrument. Was bei mir ja leider nicht zutrifft. A musician, an instrumentalist, preferably an orchestral musician. That doesn't apply for me. Er war zwar nicht böse, aber doch enttäuscht, dass ich nur ein Pianist bin. Und er sagte immer, Junge, lern ein Streichinstrument. Pianist, he was like, boy, learn a string instrument. No. Ich habe immer gedacht, es ist hilfreich, Pianist zu sein, um die Struktur einer Partitur zu verstehen. Das ist die deutsche Schule, die Tradition der Kapellmeister. Die fängt in einem Opernhaus an. Aber wir haben in Finnland ja nur ein einziges und in Deutschland gibt es 80. Glaubst du, dass er nach etwas Melodischem sucht und deswegen für ihn die Streicher so wichtig sind? Nun, die Streicher sind der wichtigste Teil des Orchesters. Deswegen zieht er auch die Streicher den Bläsern vor. Aber alles ist ihm lieber als ein Pianist. Es ist schon hilfreich, mehr Verständnis für die Bogenführung zu haben, aber das Wichtigste ist die Arbeit mit dem Orchester. Was sind deine Pläne, sagen wir, für die nächsten 10 Jahre? Was hast du für Visionen? Möchtest du mehr Konzerte oder mehr Oper dirigieren? Eindeutig mehr Oper. Der Oper gehört meine ganze Liebe. Nun, ich stehe ja noch am Anfang meiner Karriere und dirigiere viel symphonisches Repertoire, aber ich nehme jedes Opernangebot an und ich hoffe, in 10 Jahren wird es meine Haupttätigkeit sein. Little by little and more and more and hopefully then in 10 years it will be primarily opera really. And you have still time to play. Und hast du dann noch Zeit, selber zu spielen? Ich habe es gesehen, du bist ein großartiger Pianist. Nein, im Ernst, es ist unglaublich, wie du spielst. Ah, du spielst auf die Videos mit Juja an. Mir gefällt deine Persönlichkeit. Du hast so eine Präsenz und du könntest doch sicher eine solistische Karriere haben. Nun, ich wäre nie fähig, so viel zu üben. Ich bin ein bisschen faul. Aber wenn man mit einem Orchester arbeitet, darf man da faul sein? Nein, aber es ist eine andere Arbeit und ich habe mich schon gut dran gewöhnt. What happened as a conductor? I am just very curious. If it's not the case, you are not. Ich bin so neugierig.
Was passiert eigentlich mit einem Dirigenten, wenn er sich an einem Abend nicht gut fühlt und nicht in Stimmung ist? Muss man sich da genauso fokussieren wie wir Solisten? You need this focus exactly as if you were a soloist player. It's a different thing really, because it's more about the big picture. And it's, es ist wirklich etwas anderes, denn hier geht es um das große Bild. Nun, wir spielen ja hier Lutoslawski und das musst du schon sehr mechanisch dirigieren. Aber wenn ich Klavier spiele, dann muss ich schon komplett bei der Sache sein. Und ich habe natürlich Angst, dass ich dann vielleicht ein paar Töne nicht treffe. Concentrated on what I'm actually doing. It's like, and I'd probably be a bit nervous as well. Can I hit that note? Or with conductor, you can't. Natürlich kannst du als Dirigent auch mal falsch schlagen, aber beim Dirigieren denkst du mehr daran, wo willst du hin und wie reagiert das Orchester. Dirigieren kann man nicht wirklich üben, man muss es einfach machen. You practice conducting. You just have to do it. Gestern habe ich in Paris ein tolles Konzert mit der Pianistin Beatrice Rana gehört. Und mir war schon klar, dass ich diese Freiheit ein bisschen vermisse. Denn selbst mit den besten Orchestern der Welt kannst du nicht wirklich frei sein. Es sind einfach 100 Menschen. Und wenn man sagt, dass das Orchester das Instrument des Dirigenten sei, dann ist das falsch. Es ist kein Instrument. Es sind viele Menschen und jeder ist anders. Und viele Emotionen kommen zusammen. Ja, man muss versuchen, sie zusammenzubringen und sie zu vereinen, zu etwas Besseren. A really great conductor can bring them really together. Und ein wirklich guter Dirigent bringt sie alle zusammen. Aber dennoch bleiben es Dutzende unterschiedliche Menschen. Ein Orchester ist kein Instrument. It's not an instrument. Ich liebe es zu improvisieren und mache das auch gern mit dem Orchester. Hier improvisieren sie ein bisschen zu Mozart. Aber auch im Konzert liebe ich es, Dinge ein bisschen anders zu machen. Oft denke ich, wenn genau das passiert und manches ein weniger langsamer oder schneller ausfällt und jemand eine Idee hat, dann fühlen sie sich sofort inspiriert. You know, someone gives a little idea, they also feel more inspired. Like manchmal lächelt man sich zu, dann spürst du, dass etwas passiert. I know that, okay, there's something happening. Well, thank you very much, Tarmo. It was a pleasure to speak Thanks to you. All. Thank you. Always enjoying so much thank with you. Schon beeindruckend, was für großartige junge Dirigenten derzeit gerade aus Finnland kommen. Es gibt Instrumente, die zwar unglaublich populär sind, die aber im klassischen Konzertbetrieb nur sehr selten vorkommen. Umso mehr freue ich mich, dass Viviane Chassot beim letzten Opus Klassik ausgezeichnet wurde für ihre Bach-Interpretation auf dem Akkordeon.
Wir hatten Sie zu diesem Projekt schon einmal in der Sendung und da schauen wir kurz rein. Jetzt haben wir Viviane wieder getroffen in Marthalen in der Schweiz. Hier hat sie im Sommer ihr neues Album aufgenommen und das hat sie der ganz typischen Musik fürs Akkordeon gewidmet. Diese Stücke sind mir zugeflogen in den letzten Monaten. Das passiert mir manchmal. Ja. Ja. Ich hatte ganz viel die Lust, einfach sehr kontemplative, ja, langsame Musik, stille Musik, Musik, die einem Raum gibt, auch die Weite hat, die kam zu mir so. Und ich habe auch gemerkt, nach dieser Bach-CD, mein Bach ist hochkomplexe Musik, wunderbare Musik, aber dann jetzt auch so eine Einfachheit von einem Chopin-Walzer. Für mich ist auch immer reizvoll die Mischung. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ich mache nicht nur das, aber ich habe in letzter Zeit viele von diesen Stücken, auch diese angefangen, so bretonische Stücke einzubauen, was für mich neu war, da ich ja doch sehr aus dem Klassischen kam. Ich habe Haydn und Mozart und Rameau und Galati und ich weiß nicht, alle gemacht. Und damit bin ich nicht so an die Öffentlichkeit oder hab ich wenig gemacht. Und ich habe gemerkt in letzter Zeit eben diese Folkmusik, ob es irische oder bretonische oder ein Walzer. Und ja, ich habe so richtig Lust und Spaß bekommen an dieser Musik. Also so dieses Boah, das kann auch bäuerisch sein, oder? Das ist nicht schön klassisch, sondern einfach, ja, das muss ein bisschen Dreck drin haben. So. Richtige Akkordeonmusik. Ja, genau, endlich. Ich musste alt werden, bis ich das endlich realisiert habe. Bist du mal die ganze Klasse? Echt, hab ich's verstanden. Hinter dir lässt und jetzt zum Akkordeon zurück. Genau, nach dem langen Weg. Was spannend ist und womit ich sehr spiele auch, sind die Lagen. Also das ist ein Programm, wo ich wirklich das ganze Instrument nutzen kann. Also, verstehst du, ich kann so ganz sphärisch sein und dann hole ich das wieder auf den Boden runter und mit diesen tiefen Lagen auch, mit den Bässen. Und gerade beispielsweise bei
Partie ist das nämlich sehr reizvoll auch. Oder diese Spannweite und klangliche Vielfalt des Instruments kann ich bei dieser Musik, da variiere ich, oder? Da wechsle ich die Lagen, spiele mal was ganz hoch, hol es wieder tief, sodass die Räume eigentlich sehr weit werden auch. Manchmal kommen Leute zu mir nach Konzerten und sagen, hey, kennst du das? Und dann schaue ich das an und denke, ja, passt auch. Meistens sind es Klavierstücke. Sind das eigentlich dieselben Noten dann? Ja. Es sind dieselben Noten, aber es ist wirklich eine, es ist auch spannend mit Andreas, wir tüfteln. Das ist wirklich so eine Tüftelarbeit. Man probiert aus mit den Registern, was passt, wie klingt es am besten. Das ist, macht wahnsinnig Spaß. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden und möchte gerne auf die vielen Anfragen unserer Zuschauer eingehen, die Martin Grubinger hier in der Sendung vermissen. Nun, wir vermissen ihn auch, aber die vielen Anfragen der Redaktion, wann er wieder moderieren möchte, bleiben unbeantwortet. Beim nächsten Mal begrüße ich Sie aus Amsterdam, wo ich mit dem fantastischen Konzertgeberorchester spielen werde und eine Masterclass gebe. Ah, und Achtung, unsere nächste Ausgabe ist an einem Montag.